Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue à la France avec Maximilien et Daniel. Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum im Video angekündigten Total War Spezial mit Frankreich. Und ich hatte dort ja auch schon angekündigt, dass ich einen obersten Minister habe, und das ist der liebe Daniel, wie er gerade selber schön gesagt hat. Meine Wenigkeit, ich freue mich dabei zu sein und beglückwünsche an dieser Stelle natürlich zu mittlerweile über 100 Abonnenten. Ich danke dir. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Na gut, schnell, das war schon ein langer Weg. Aber gut, damit wollen wir uns jetzt hier nicht aufhalten. Darüber können wir ja zwischendrin mal plaudern. Ja, ihr wisst, ihr wusstet ja noch nicht, was euch genau erwartet. Euch erwartet ein Frankreich-Feldzug, wie er zuvor noch nicht auf YouTube zu sehen war. Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und behaupte das mal. Wir fangen mit Frankreich im Jahr 1783 an. Wie das Ganze geht, erkläre ich euch dann, ja, wobei ich kann es ja jetzt kurz erklären. Es gibt einen Mod, einen offiziellen, auf der offiziellen Website von Total War, von Empire Total War, der heißt Total Factions. Damit kann man, wie ihr hier oben sehen, und Dani kann es übrigens auch sehen, weil ich im Livestream on bin. So ist es. Kann man auch alle Nationen im Prinzip spielen, die es gibt, also eben auch kleine wie Hannover, man kann auch die Johanniter spielen beispielsweise, oder Marokko, auch ein sehr schönes Land, oder die italienischen Staaten, Savoyen, na gut, Polen konnte man, Portugal, wir hatten ja schon sehr schöne Erlebnisse damit, ne? Absolut. Sachsen, bei Sachsen, bei Venedig und was ich eigentlich zeigen wollte, war Bayern. Wo ist es denn? Da ist Bayern. Da ist das wunderschöne Bayern. Im Jahr 1783 leider immer noch nicht gewachsen, aber naja. Gut, zurück zu Frankreich. Das starten wir deshalb, weil wir eben 1783 starten. Und ich hatte ja auch schon angekündigt, Dani kennt sich wunderbar mit der französischen Geschichte aus. Da hat er sich ja sehr gut darüber informiert vorher. Ja, ich denke, es wird reichen. Das habe ich jetzt einfach mal in einem Ankündigungsvideo gesagt. Ja, wir spielen auf schwer, sehr zu Danis Leidwesen, weil ich habe jetzt für mich irgendwie die Herausforderung gefunden, seit ich Skyrim auf Meister spiele. Ja, sehr schwer geben wir uns jetzt mal nicht, aus diversen Gründen. Deswegen starten wir mit Frankreich im Jahr 1783 auf schwer und lasst euch einfach überraschen, was euch jetzt alles erwartet mit der bourbonischen Monarchie. Wir starten und werden danach aber ganz kurz einen Switch machen, weil ich nicht im Total Factions bleiben will. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir mit schwer starten. Und dann schwenken wir, dann speichern wir den Spiel und schwenken über zu Le Empire Total. Was heißt ein Krieg? Oh. Bitte fragst du mich. So vorbereitet. Ich bin auf die Geschichte voll vorbereitet, aber nicht auf französische Vokabeln. Das ist zu lang her. Okay, gut. Nee, dann lassen wir das stecken. Dann heißt das, ja, wie auch immer. Ist jetzt auch egal. Ihr Hauptaugenmerk. Ah ja, genau. Wir kriegen ein Intro, kurzes Silenzio. Durch Rekrutierung liegen, um Frankreichs ausgedehnte Grenzen ausreichend patrouillieren zu können. Das Elsass im Osten könnte bedroht sein. Die Einwohner sind großteils deutschsprachig. Preußen oder Österreich könnten versuchen, es zurückzuerobern, um ein vereinigtes deutsches Reich zu erschaffen. Trotz der Stärke und des guten Rufs der französischen Armee könnte sich ein Landkrieg mit einer dieser Nationen als unklug erweisen. Die Territorien des Heiligen Römischen Reiches im Osten werden von einer katholischen Bevölkerung bewohnt, die unter dem korrupten Joch lutheranischer Herren steht. Das Rheinland und Württemberg sind potenzielle Ziele für eine katholische französische Armee, die den Gläubigen die wahre Religion zurückbringen möchte. Achten Sie außerdem darauf, Ihre Stützpunkte in Amerika und Indien zu erweitern, bevor die Briten beide Kontinente kolonisieren und dann zu mächtig werden, um sie in Schach zu halten. Auf dem amerikanischen Kontinent existieren immer noch unerforschte Territorien, wobei die Spanier in diese Richtung expandieren. Zeit spielt also eine wichtige Rolle. In Indien verändert sich die Landschaft. Das alte Mogulreich steht am Rande des Zusammenbruchs und verliert Territorien an seine maratischen Rivalen. Die Briten, Holländer und Portugiesen sind ebenfalls auf diesem Schauplatz aktiv. Schließen Sie also vor ihnen Bündnisse und sichern Sie sich Territorien. Treffen Sie Handelsabkommen, um Ihre kolonialen Ressourcen absetzen zu können. Öffnen Sie so viele Handelsrouten zwischen Frankreich und seinen Kolonien wie möglich und schützen Sie diese so gut es geht gegen Angriffe. Ein Bündnis mit Spanien könnte sich als nützlich gegen das gegenwärtige britische Monopol in Amerika erweisen.
Ja, damit haben wir eine Einführung bekommen, die sollte eigentlich im Jahr 1700 stattfinden, deswegen war es jetzt irgendwie nicht mehr ganz so passend. Ja, ihr habt ja schon jetzt ein bisschen so auf die Weltkarte spähen können, ein wenig hat sich ja verändert und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir klicken diese nette Dame da oben weg und switchen schnell ins Empire Total War. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu dem Total War Spezial, zum Frankreich Spezial. Ihr seht jetzt unten links auf der Kampagnenkarte, der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Eben wie gesagt, im Total Factions sieht die so seltsam aus. Deswegen speichere ich dort immer und switch dann wieder zurück ins Empire. Ja, lieber Dani, was haben wir alles zu tun? Eine Menge. Ich bewundere persönlich gerade die Karte, die sieht ja ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. Aber was wir natürlich zu tun haben, ist vor allem Frankreich verteidigen, denn man kann es schon sehen, da stehen Briten. Also 1783, ich weiß zwar nicht, ob das historisch korrekt ist, ob da wirklich Briten gelandet sind an der französischen Küste in der Normandie, ich glaube nicht. Nichtsdestotrotz, hier ist es so, also hier wurde uns ein Spielstand quasi vorgegeben für 1783, den konnten wir vorher nicht beeinflussen. Ihr seht, die Österreicher sitzen in Flandern, das bietet sich dann an, die anzugreifen. Mit Savoyen sind wir, so wie sie es gehört, im Krieg. Mit denen müssen wir ja quasi im Krieg sein, weil wir uns ja in die Richtung ausbreiten wollen werden. Wir haben einen Edelmann. Votre Majesté. Da steht eine Menge rum. Le Majesté? Oui, Monsieur. Comme il vous plaira. Ich sehe einen Spanier, ich sehe einen Briten. Jetzt, was sagt er jetzt? Und? Aha. Un lieu d'apprentissage et de culture. Ach du Scheiße, ne, das kann ich nicht nachsprechen. Okay. Auf jeden Fall irgendwas mit einem Platz des Lernens und der Kultur. So, wir haben schon sehr viel. Wir haben vor allem gliedweises Feuern, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt in die Landwirtschaft. Lyon haben wir auch noch eine Universität. Philosophie. Wir haben schon so viel erforscht, das ist man gar nicht gewöhnt. Aber ich wollte jetzt eben nicht von Null anfangen, weil ansonsten wäre das nämlich dahingehend ausgeartet, wenn wir jetzt von Null angefangen hätten, dass, wie sage ich es jetzt, dass wir wahrscheinlich die ganze Welt bis 1783 erobert hätten und wir euch dann nichts mehr zum Zeigen hätten. Deswegen haben wir diese Variante gewählt. Ja, man kann ja schon mal sagen, es gibt ja noch einen Plan. Es steckt ja was dahinter. Es steckt etwas dahinter. Wir wollen zu einem gewissen Maß der Geschichte folgen. Und das versuchen wir jetzt einfach mal, weil ihr wisst ja, oder unser Geschichtsexperte hier, der liebe Daniel, weiß ja, 1789 war die französische... Ja, dass man sich merken sollte. Ja, dass man sich merken sollte. Da war ja die französische Revolution und genau. So ist das. Das versuchen wir auch so nah wie möglich nachzustellen. Wir haben dafür 12 Runden, müssten es sein. Ja. Und wir versuchen das natürlich hinzukriegen. Wenn es vielleicht ein Jahr früher, ein Jahr später passiert, dann passiert es. Dann steinigt uns Leute, aber da können wir dann echt nichts dafür. Dann ist das Volk natürlich schuld. Genau, es wollte nicht... Hat das Volk nicht anständig rebelliert. Genau, daran scheitert es dann letzten Endes. So, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass die Briten könnten jetzt direkt natürlich nach Paris marschieren, ne? Votre Majesté? Das war jetzt irgendwie dämlich von mir. Ich will die Briten nämlich gleich angreifen, muss ich ehrlich sagen, weil ich will die da weghaben. Das heißt, wir werden gleich unsere erste Echtzeitschlacht haben. Boah, dieses Französisch, das macht mich jetzt schon fertig. Also, wir haben jetzt natürlich mehrere Fronten zu befrieden. Wir sind einmal mit Savoyen im Krieg, wir sind mit Österreich im Krieg, was irgendwie nicht verwunderlich ist. Und natürlich mit Großbritannien, da hat sich schon ein offener Konflikt gebildet. In den Kolonien sieht es folgendermaßen aus. Die Vereinigten Staaten von Amerika gibt es natürlich schon, zu denen unterhalten wir gute Beziehungen. Die Briten haben aber dennoch Kolonien da oben, was eher schlecht ist, und ich denke mal, die Kolonien werden auch nicht so ertragreich für uns sein. Unsere Marine, glaube ich, die ist nur Verlust.
Also hätte ich jetzt mal gesagt. Deswegen, also Frankreich befindet sich, also befand sich auch damals schon 1783 finanziell in einer großen Schieflage, sage ich mal. Die Kolonien haben nicht mehr das abgeworfen, was sie sollten. Und die Marine hat mehr gekostet als erwartet und konnte mit der Royal Navy nicht mithalten. Und deswegen hat Frankreich damals den Schritt gemacht, zu sagen, wir sind mit Spanien verbündet. Die Briten wollen wir aber gleichzeitig schwächen. In Amerika können es aber selber aus finanziellen Mitteln nicht. Deswegen haben sie die Kolonien an die Spanier verkauft. Das werden, und das kann ich jetzt auch schon so vorwegnehmen, das werden wir auch so machen. Wie viel wir letzten Endes für die Kolonien noch bekommen, weiß ich nicht. Ich hoffe doch, dass es noch ein bisschen was sein wird. Aber auf jeden Fall wird dann gleich ein großer Kosten- und Einnahmepunkt wegfallen. Also wir verdienen aktuell 8.811 die Runde. Das ist ein gutes Einkommen. Also danach haben wir Ludwig den 16. Wir haben natürlich eine absolute Monarchie. Wie sieht's denn bei den Ministern aus? Ja, also wir haben gute Minister, außer der für Amerika. Der ist scheiße, den können wir gleich mal durch einen anderen ersetzen. Und haben wir einen guten Justizminister vielleicht hier unter uns sitzen? Nee. Unsere. Ich muss anmerken, dass du nicht mehr aufnimmst. Wie, ich nehme nicht mehr auf? Der Procaster ist nicht mehr an. Steht offline. Oh. Okay. Das, Leute, das muss natürlich schnell geklärt werden. So. Lost Connection steht dort. Tatsache. Warte. Attempting Connection. Local Recording steht jetzt wieder dort. Ich lasse das Fenster, jetzt steht wieder Lost Connection dort. Attempting Connection. Okay. Mir hat es nämlich gerade komplett aufgehangen, dann habe ich neu gestartet und dann stand, dass es alles weg ist. Das ist ja scheiße. Ich tausche noch schnell meinen Regierungsminister aus, weil der mir überhaupt nicht taugt. Dann switche ich noch schnell nach Europa zurück und dann schaue ich, was da los ist. Und wir sind gleich wieder zurück. So Leute, da sind wir wieder zurück. Kleine Anfangsschwierigkeiten. Wo gibt's die denn nicht? Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben sehr, sehr viel zu ackern, damit Frankreich an der Spitze von Europa stehen wird. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, lieber Daniel, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt erstmal unsere komplette Marine auflösen, da ich finde, dass das nur Kostenpunkte sind. Lässt sich einrichten, denke ich. Deswegen werde ich das jetzt machen. Wir haben eh keine Chance, die Royal Navy ist schon sehr, sehr stark. Es gibt da auch Gerüchte um einen Admiral, der sehr stark sein soll, er heißt Horatio Nelson. Ihm noch nicht begegnet, Gott sei Dank, aber... Wer weiß. So, wir haben auch hier vor der indischen Küste haben wir noch Schiffe. Die lösen wir ebenfalls auf. Ich glaube, in Amerika haben wir noch welche. Hier sollten wir jetzt alle weghaben. Ach ja, ihr habt auch übrigens schon gesehen, die Spitze von Italien ist grün. Und zwar gibt es hier das Königreich Neapel und Sizilien. Die haben sich selbstständig unabhängig gemacht von den Spaniern. Die Spanier haben allgemein ziemlich auf den Sack bekommen. Die besitzen nur noch Spanien und Mailand, soweit ich das sehen kann. Und natürlich ihre, in den Kolonien sind sie stark und wir werden sie weiterhin stärken, denn wir wissen ja, Spanien ist unser größter Verbündeter. Hier. Im Spiel zumindest. Sizilien habe ich übrigens noch nie gesehen in Empire. Ja, dann wurde es ja Zeit. So. Haben wir eine schöne Farbe. Ja, dieses Grün, das sieht schon schick aus. Hier haben wir auch noch Schiffe. So, es tut mir ja im Herzen weh, dass wir keinen Seekrieg führen können, aber ihr seht ja auch hier die britischen Schiffe, das ist einfach eine Übermacht, der wir nicht lange standhalten können. So, dann schauen wir natürlich, wie sieht's mit den Steuern aus, ne? Frankreich ist eine absolute Monarchie, das heißt, wir sollten uns ein bisschen mit den Steuern spielen können, damit wir mehr einnehmen in Amerika, in Europa, denke ich mal. Ja, in Europa können wir auch ein bisschen erhöhen. So, damit verdienen wir jetzt 15.000 die Runde. Dadurch, dass wir jetzt ein paar kleine Veränderungen vorgenommen haben und unser Anfangsgeld würde ich erstmal vorschlagen, dass wir das in die Ausbildung von Truppen investieren. Was sagst du? Ja, ist denke ich mal das Sinnvollste, zumindest bis wir ein wenig Ruhe haben, was Briten auf unserem Boden angeht und Österreich in der Nähe. Also ich bilde jetzt erstmal ein bisschen Infanterie und Artillerie aus, weil wir haben nämlich keinerlei Artillerie.
jeden Fall könnte man die Truppen, die da noch in, im Elsass stehen, in die Hauptstadt vielleicht sogar, in die Stadt Elsass ziehen. Meinst du, dass wir da angegriffen werden können? Ich würde sie viel lieber nach Paris ziehen, muss ich dir ehrlich sagen. Weil da sitzt gerade nichts drinnen. Da könnten okay, die Österreicher wenn, wenn sie es dahin schaffen? Die schaffen es dahin, ja. Gut. Schick ich sie nach Marché, nach Paris. Denn Paris hat... Hat es Mauern? Hat es Mauern? Spannend. Nein, es hat keine Mauern! Meine Güte, hä? Also es ist schon echt bitter, oder? Absolut. So, jetzt schauen wir erstmal... Traurig. Lyon, wo ist denn Lyon? Das ist doch hier. Da ist es. Ein Kolleg. Und da schicken wir auch gleich noch... Wir haben nämlich noch einen zweiten Edelmann gehabt. Ja, genau. Der schafft es wieder wegen 5 Metern nicht. Das war ja irgendwie klar. Ist vielleicht schon über 70. Wie alt ist er? Schauen wir mal. Ja, 51. Er ist nicht mehr der Jüngste, deswegen, ja. Lassen wir es ihm mal genehmigt sein. Die britische Armee, frage ich mich, ob ich die jetzt angreifen lassen soll. Ich glaube, ich lasse die jetzt selber marschieren. An meinen Truppen, glaube ich, kommen sie eh nicht vorbei. Und dann kann ich nächste Runde die Armeen zusammenfassen. Ich habe auch noch, genau, die Armee haben wir jetzt hier weg.